Schön, dass du da bist, liebe Silke, und hallo an alle, die uns heute zuschauen. Wir sind mal wieder am Start gemeinsam mit dem Thema Gesicht lesen und auch Werte, Wege und Visionen anzuschauen. So, kleiner Stolperstein, aber ist eben alles live. Also, Silke zeigt sehr vieles an Werten und das ist enorm wichtig für ihren Lebensweg, für ihre Lebensaufgabe. Und kann man die Lebensaufgabe überhaupt so in eine Schublade packen und es so differenziert genau auf einen Punkt bringen oder ist Lebensaufgabe weitergefasst? Und dafür darf ich euch Silke jetzt etwas vorstellen. In den ersten 15 Minuten werdet ihr Gesichtsleseinformationen zu Silke hören, aber danach wollen wir Silke hören. Und sie wird Feedback geben über das, was ihr am Herzen liegt, über das, was ihre Ziele, ihre Projekte sind und wie sie zu dem, was sie gehört hat, steht. Und jetzt geht's los. Ja, vielen Dank, liebe Anja, dass ich hier sein darf. Hallo an alle da draußen. Ich bin ganz gespannt, was du jetzt lesen wirst. Also Silke, wenn die Menschen jetzt dich sehen, auch dein Foto sehen, dann sehen sie ein sehr schönes und sehr offenes Gesicht. Du hast eine längliche Gesichtsform und diese Gesichtsform ist aber natürlich auch ja, mit deinem schönen gefüllten Mund und deinen einfangenden Augen und ein bisschen deinem etwas spitzer zulaufenden Kinn. Das ist nicht wirklich spitz, es ist unten abgerundet, hat aber doch von der Form her ein etwas zulaufendes Element, können die Zuschauer schon vieles erkennen. Nämlich einmal aufgrund der Länge des Gesichtes, dass das Thema Baum, also wachsen, wachsen, wachsen und idealistisch sein, der Baum wächst zum Licht und wird ein Leben lang weiter wachsen, dass das eben dein Thema ist und dass das mit hineinspielt in alles. Und dann gibt es eben viel mehr. Es gibt viel Empathie in deinem Leben, sehr viel Feingefühl für Menschen, ganz feine Antennen. Das sieht man an mehreren Stellen in deinem Gesicht. Und es gibt auch Begeisterung, Begeisterung für viele Themen. Und als einen Punkt, den ich gerne vorstellen möchte, für die, die zuschauen, ist eines deiner Themen, die man in Lebensaufgaben mit hineinbringen könnte, eine Botschafterin zu sein. Jetzt Botschafterin sein wird oft zusammengewürfelt aus dem Baum und einem Feueraspekt, einem recht spitzen Kinn, sodass man da für eine Sache brennt. Bei dir ist noch mehr drin, das Thema Empathie, Gespür, Gefühl. Du bist aber trotzdem die Botschafterin. Du bist die Botschafterin aber für etwas ganz Bestimmtes und dein Mund spielt da mit. Dieser schöne, ausgewogene, gefüllte Mund mit toller Oberlippe und gefüllter Oberlippe und Unterlippe. Jeder Mund hat natürlich eine wertvolle Bedeutung. Bei dir ist das diese Bedeutung. Du bist zugeordnet der Kommunikation. Und wenn man bei dir sagt, du bist eine Botschafterin für Kommunikation, würde das auch nicht ausreichen, denn es ist mehr. Du bist eine Botschafterin für eine Vision von Kommunikation. Jetzt könnte man sagen, okay, dann muss Silke jetzt Bücher schreiben und sie muss Trainings abhalten, die Menschen helfen, zu wissen, wie sie sich ausdrücken. Und auch da wird noch kein ganzer Schuh draus, denn bei Silke geht es. Angesprochen wurde schon die Empathie, dieses Feinherzige, das Feingefühl, die feinen Antennen, um die Kommunikation von Mensch zu Mensch, von Seele zu Seele, um die tiefen, vielleicht manchmal sogar die unterbewussten Themen, um das, was rückbesinnt, uns zurückbesinnt auf unsere Begabungen, Talente und auch Herzenswerte. Aber dann nicht für alle, die zuschauen, Rückbesinnung, um jetzt irgendwie dann philosophisch sich dann damit nur zu beschäftigen und in sich in einer tollen Wahrnehmung zu sein. Das ist nur ein Part. Silke möchte ja das Wachstum auch nach vorne bringen für Menschen und auch sie geht den Weg. Also wird Silke innovative Themen nach vorne bringen. Und da haben wir einen Mix. Ich hoffe, ihr könnt noch folgen, die ihr zuhört. Es wird jetzt aufgeklärt. Wir haben einen Mix
aus einem Menschen, der versucht, Dinge zu erhalten, wo sie gut sind. Das gehört auch zu einer Rückbesinnung. Es gibt Menschen, die wollen alles verändern. Lass uns alles neu machen. Aber Menschen, die dir helfen, nach innen zu spüren, die dir helfen, in dein Unterbewusstsein zu fühlen, die dir helfen, bei dir anzukommen, die werden dir nicht vermitteln, mach alles anders, nur weil es jetzt modern ist. Die werden dir helfen, dahin zu spüren, wo du deine eigenen Wurzeln hast. Und dann ist da eine Rückbesinnung da, aber es ist auch der Auftrag da, deswegen die Botschafterin für, wie können wir neu uns austauschen, ausdrücken, was machst du denn jetzt damit? Und jemand, der das verinnerlicht, aber eben auch plus Gutes erhalten kann, Silke hat recht, anliegende Ohren, das sind Menschen, die Dinge eher erhalten, die gut funktionieren, aber auch Dinge wachsen lässt, die wichtig sind für die Zukunft, der Baum bei Silke, die Gesichtsform, dieser Mensch hat einen optimalen Mix und das ist etwas, was Innovation ermöglicht. Wenn wir über den Begriff Innovation nachgrübeln, dann ist Innovation ja meinem Verständnis nach ein bisschen ein moderner Begriff auch für den Erfindergeist. Also wir sind offen für Situationen, vielleicht auch Probleme, vielleicht aber auch notwendige Wege oder Chancen, neue Wege zu erfinden oder Gutes zu kombinieren, sodass man vorankommt und weiterkommt. Aber passt genau für die Schritte, die wir brauchen. Also braucht Innovation, braucht den Respekt und die Wertschätzung vor dem, was schon gut funktioniert und braucht gleichermaßen die Offenheit für das, wo wir eigentlich neu hinwollen. Wenn man alles verändern wollen würde, wäre man eher im Rebell. Das ist auch spannend und auch die braucht die Leute. Für Silke ist hier wirklich der Weg, dass sie die Menschen und den geht sie selbst eben in diesem Zweiklang Rückbesinnung und Innovation weiterführt. Und daraus, jetzt komme ich schon zu einem sehr wichtigen Punkt für Ihre Lebensaufgaben, also in meinem Verständnis sind Lebensaufgaben nicht so Schublade auf, deine Aufgabe ist Schublade zu. Erstmal Lebensaufgaben, das kann man auch, wenn man es in Worte kleidet, theoretisch auch in ein paar Jahren nochmal anders benennen, aber die Grundessenz und die Werte müssen gleich sein. Also eine Lebensaufgabe hat ein Wertesystem und es kann sich natürlich auch mal hier oder da ein bisschen anders, kann es anders benannt werden. Bei Silke würde ich heute sagen, und jetzt spreche ich ein bisschen in Symbolik, dass hier für sie als Thema der Garten der Güte mit drin ist. Das ist ein Teil ihrer Aufgabe heute. Den Bogen spannen. Also denkt an einen Bogen, an eine Bogenschützin oder einen Bogenschützen und das Feld der Einheit. Und das werde ich noch erklären und dann wird Silke Feedback geben oder mich mit Fragen löchern. Aber bevor ich es erkläre, Silke, hast du jetzt dazwischen schon etwas, was dir wichtig wäre oder machen wir einfach weiter? Ich muss nur sagen, das ist super spannend und da war schon ganz viel bei, wo ich gedacht habe, so ja, das passt total und waren auch so einzelne Worte, die du angesprochen hast, die ich selber auch immer wieder verwende. Das fand ich ganz spannend, wird aber jetzt so mein Feedback vielleicht auf hinten verschieben und gucken, was jetzt noch kommt. Ich danke dir sehr, Silke, das ist wunderbar. Vielen Dank. Ja. Ja, fangen wir an mit dem Bogenspannen. Denken wir an eine Bogenschützin, einen Bogenschützen, wie eben schon angesprochen, in einer meditativen und durchaus sehr friedvollen Haltung. Denken wir an meditatives Bogenschießen. Was man tut, und das ist auch etwas, was immer mal wieder symbolisch in verschiedenem Kontext benannt wird, man zieht ja den Bogen erstmal zurück, um eine Spannung aufzubauen, während man fokussiert ist auf ein Ziel, auf ein Vorankommen. Und dann gibt es diese Spannung, es gibt diese, ich sage jetzt für Silke, Rückbesinnung, geh mal zu dir, spür dich, komm da an, vielleicht auch in einem Wertesystem oder in Gaben, die zeitlos sein mögen, möglicherweise. Und dann lass los, in Verbindung, die Brücke bauen, in Verbindung mit dem Fokus, wo soll denn die Zukunft hingehen? Und das ist etwas, was wir alle immer mal wieder in unserem Leben tun müssen, den Bogen spannen.
Wir wollen es aber oft nicht. Also die Zeiten, in denen wir den Bogen spannen sollen, sind oft Zeiten, in denen wir vom Leben gefragt werden. So ist es die Zeit, nochmal reinzuspüren, bist du wirklich im Frieden damit? Oder du hast da noch was vergessen, nimm dich erstmal an die Hand. Oder willst du das? Oder jetzt geh mal in die komplett klare Eigenverantwortung. Und meistens empfinden wir das eher als bedrückend oder als zu viel, zu schwierig oder als Rückschritt. Und dann hadern wir. Und hier kann ich nur sagen, wer weiß, wie man den Bogen spannt. Und Silke hat es als eine ihrer, also wenn man philosophisch spricht, würde man sagen, ihre Seele hat ein besonderes Wissen darüber und sie hat das auf ihrem Lebensplan einfach mit im Gepäck. Unabhängig davon, Silke, ob du selbst schon mal gehadert hast, mit dem Moment den Bogen zu spannen, du hast einen goldenen Zugang zu solchen Wegen. Und wenn du es selbst spielerisch nutzt und für dich selber klar bist, dass du da immer nur vorankommen kannst und das nie ein Fehler sein kann, dann wirst du die erste Erfahrung auch machen, immer wieder, und hast sie auch schon gemacht, dass auch kleine Schritte zurückgehen oder kurz innehalten im Grunde etwas ist, was dich sowieso grundsätzlich weiterbringt. Und Menschen werden jetzt in deinem Berufsfeld dich danach fragen und sie werden auch außerhalb deines Berufsfeldes mit dir in solche Gespräche geraten. Du wirst ganz oft solche Gespräche haben, auch in Situationen, die gar nicht zu deinem Job passen, weil Leute das Gefühl haben, dass du irgendetwas darüber weißt, was sie wissen sollten. Es ist also grundsätzlich auch ganz gut, es im Job auch zu tun, weil wenn es schon etwas ist, was dir oft begegnet, sollte man es auch hier tun dürfen. Das Thema Feld der Einheit, das braucht ein bisschen Zeit im eigenen Leben, um es zu genießen. Denn das ist auch ein Thema der Balance zwischen Kooperation mit anderen. Für alle, die zuschauen, Silke hat im oberen Nasenbereich einen recht schmalen Nasensteg. Sie ist sehr selbstständig. Gerade beim Start von Projekten möchte sie eher Ruhe haben, um sich einzuspüren, einzuarbeiten, hat eine sehr klare eigene Meinung darüber, was sie gerne will, was sie voranbringt. Sie braucht niemanden fragen, wie arbeite ich ein Konzept aus? Aber auf dem Weg, wenn ihr uns beide nochmal im Vergleich später seht, weiter nach unten wird Silkes Nase dreiecksförmiger, als meine das ist. Und damit hat Silke einen etwas besseren Zugang zu dem Thema Projekte, wie das bei mir der Fall ist. Es ist auch okay, jeder hat seine eigenen Wege. Das heißt, Projekte bedeutet, auch wenn Silke Zeit auch mal für sich nehmen sollte, die Rückbesinnung auch für sich nutzt und lebt, soll Silke auch mit Menschen, die zum Wertesystem passen, in Projekte einsteigen. Bitte am liebsten sehr frei bleiben. Und wenn etwas gut matcht, kann man dann Projekte wiederholen. Und diese Kombination, also eigentlich hast du beides. Du hast die Fähigkeit, mit anderen gut Großes aufzubauen, aber du bist auch jemand, der seinen Raum für sich braucht. Und du hast beides so positiv drin, dass beides zu deinen Aufgaben gehört. Und dann ist es in jungen Jahren eher eine Herausforderung, soll ich das alleine machen oder soll ich mich da öffnen? Und das Feld der Einheit ist die Antwort darauf. Einheit hast du mit dir selbst und du kannst mit dir eins sein und dir genug sein und dir sicher genug sein. Du hast aber auch die Möglichkeit, mit Menschen in einer Einheit als Teil dessen, was du einbringst, etwas aufzubauen. Aber dafür bräuchtest du Menschen, die Botschafterin der Kommunikation, der neuen Kommunikation, von Seele zu Seele und Herz zu Herz so kommunizieren wie du. Vielleicht nicht genauso, aber passend zu deinem Stil. Und da muss man sagen, die muss man halt auch erstmal finden. Das muss halt matchen. Was nicht matchen würde, wäre Leute, die sehr, sehr viel Wert auf Eroberung legen und eher in der Dominanz und im Wettkampf sind. Das kannst du,
Aber das würde nicht dauerhaft zu Freiheit und Wohlgefühl führen. Und was auch nicht matchen würde, wären Menschen, die sehr bedürftig dich um jeden Schritt fragen würden und dir zu viel ihrer Verantwortung auf die Schultern laden, weil hier wäre es so, das könntest du zwar beruhigend, heilsam, motivierend abfangen, aber das würde dir dann die Erfahrung bescheren, das ist tausendfach anstrengender, wie wenn ich selber mache. Projekte sind nichts für mich. Und auch das wäre ungünstig. Aber man muss da erstmal gucken, mit wem man es halt auch dann zu tun hat. Die Leute werden aber kommen oder sind schon da. Und wenn sie oder werden wiederkommen. Dann haben wir den Garten der Güte. Und für die, die zuschauen, der Garten der Güte bei Silke, das ergibt sich aus Kombinationen. Also ich werde es jetzt mal alle kurz benennen und dann eine davon genau erklären, dass ihr, die zuschaut, auch eine Chance habt zu sagen, jetzt weiß ich, was die Anja da meint. Sonst hört ihr nur tolle Worte und zu wenig Erklärung. Das will ich ja auch nicht. Also der Garten der Güte. Da habe ich mir vorhin noch eine Notiz gemacht, weil mir das sehr wichtig ist, das mit zu benennen. Ja, hier geht es im Grunde darum, dass dadurch, dass du von Mensch zu Mensch, von Seele zu Seele kommunizierst, das kann mal wortreich sein, das kann mal sehr on point sein, aber es geht eben, es kann auch sehr lebenspraktisch sein, aber es wird immer auch etwas tiefergehendes bedeuten. Selbst Sachen, die für dich oberflächlich sind, können für einen Menschen eine tiefe Bewegung mitbringen. Dadurch, dass diese Kommunikation möglich ist für Leute, die sich darauf einlassen, kommen Menschen in ihrer inneren Welt an. Und das ist im Hawaiianischen, kennt man von den Kahunas, den inneren Garten. Das kennt man auch von Mentaltrainingseinheiten. Und der innere Garten ist eine Erlebniswelt über die Herzenswerte und die Symbolik des Unterbewusstseins, auch den Lösungen und den Möglichkeiten, co-zu-kreieren, also mitzuschaffen. Und der Garten der Güte, ja, von Seele zu Seele kommuniziert man im Grunde auch nur, wenn man eine gewisse Friedfertigkeit und eine gewisse Güte eröffnet und du schickst ständig Einladungen dazu raus an Menschen. Und es ist nicht dein Job, hinzukriegen, dass die Einladungen annehmen. Du schickst die Einladungen. Du erinnerst an den Garten der Güte und da muss jemand schon selber mit hin. Und es gibt aber genug Menschen, die das wollen. Sei einfach dann offen dafür, dass das dann passt und die auch kommen. Insgesamt suchst du, ich habe gesagt, spitzes Kinn wäre Feuer, bei dir verjüngt sich das hier im Kinn-Kiefer-Bereich, aber es ist trotzdem unten abgerundet, also kein klassisches Feuerkinn für die, die gesichtslesetechnisch interessiert sind. Dieses Kinn, so wie es abgerundet ist, sucht Lösungen für alle. Dieses Verjüngen des Kiefers sucht die schnelle Lösung. Was nicht passen würde für dich, auch wenn du geduldig und der Rückbesinnung offen den Weg gehst, was nicht passen würde, wären Situationen, in denen man dich lange ausharren lassen würde, einfach aufgrund dessen, dass Menschen Dinge aussitzen. Weil du bist für die schnelle, für die zügige Entwicklung stehst du. Und das ist super. Und wir brauchen Menschen, die zügige Lösungen bevorzugen, statt Dinge auszusitzen, weil wir werden diese Haltung und eine Innovation brauchen, auch für Aufgaben, die wir haben. Und die Talentlinien, und dann würde ich dich bitten, nachzufragen, welche ich genauer erklären soll. Die Talentlinien, die man ganz, sind noch mehr da, aber die jetzt ganz laut Hallo sagen, ist Kommunikation, Kreativität, die Liebe zu den Menschen, das Helfen, Unterstützen. Da entsteht Heilsames, der Entdecker, die Entdeckerin, die Linie des Körpers, also das ist auch für Bühnen gut, die mental starke Frau, die du bist. Und auf dem Weg bist du ein Improvisationstalent, hast ein Gefühl für Trends, wo gehen Dinge hin, also auch etwas visionär und hast eine Menge Willenskraft. Nimmst dir auch einiges zu Herzen, weil dir das eben alles bedeutet und bedeutsam ist. Und jetzt würde ich dich aufgrund der Zeit, weil ich werde sonst viel zu viel reden, bitten, pick dir mal eine dieser Talentlinien raus. Soll ich sie nochmal wiederholen?
Nee, ich habe sie noch im Kopf und bin direkt bei der Kreativität hängen geblieben. Da fände ich spannend, wenn du da ein bisschen tiefer einsteigen würdest. Ja, sehr gerne. Also die Kreativität würden die Zuschauer sehen daran, dass du einmal einen sehr schönen gefüllten Mund hast in Kombination zu recht einfangenden großen Augen. Du hast jetzt keine riesengroßen Pupillen im Moment, aber auch keine kleinen und du schaust gerade ins Licht. Also tendenziell wirst du, wenn du dich sehr viel konzentrierst, auch kleinere Pupillen haben, aber du wirst des Öfteren am Tag auch ein bisschen großpupilliger sein. Die Kombination aus dieser Augenform, da sieht man die Visionärin, den Blick hinter die Kulissen bei dir, plus den gefüllten Mund. Und das bringt auch ein Weichsein mit. Und also kreativ ist ein Stück weit ein Mensch, der auch eine Vorstellung, musst ja eine Vorstellung haben, bevor du es umsetzt. Also Kreativität hat auch Spontanität mit im Gepäck, aber da ist ja eine Vision, bevor es zu einer materiellen Umsetzung kommt oder einer manifesten. Und das ist über deine Augen drin. Der Mund zeigt, dass du, so wie du Dinge anpackst, dass du spielerisch und vielfältig sein kannst in der Art und Weise, dich auszudrücken. Und da geht es nicht nur um Sprache. Und insgesamt natürlich auch noch mit der Gesichtsform ist das einfach klar, dass du sehr kreativ bist. Jetzt muss man ergänzen, deine Stirn ist ja recht hoch und hat einen wichtigen Aspekt für mentale Stärke. Und damit wird deine Kreativität auch oft sehr mental sein. Also du wirst nicht nur sagen, ich will Bildhauerin werden, was ja auch kreativ wäre, sondern du wirst es oft bevorzugen, Konzepte zu entwickeln, Menschen auf innere Reisen mitzunehmen oder auf diese Weise nach kreativen Lösungen zu suchen. Dann nochmal in Kombi mit dem verjüngenden Kiefer, der schnelle Lösungen braucht, spricht also an mehreren Stellen dein Gesicht dafür. Die Form will wachsen, die Augen sehen die Vision, der Mund kann es vielfältig ausdrücken, die Gefühlswelt ist groß und reich aufgestellt. Du willst Dinge ersinnen und auch zügig Sachen verbessern und da ist man schon bei einer ausgeprägten Form von Kreativität. Du solltest tatsächlich nicht nur die Kreativität über den mentalen Weg, also über die inneren Reisen leben, sondern auch noch dir ein oder zwei Dinge ab und zu mal auswählen oder mal ein Projekt machen, sei es ein Jahr lang, dass du einen Kurs mitmachst oder du hast jetzt vielleicht keine Zeit, dann machst du es in 4, 5 Jahren mal. Nimm mal irgendwann eine Zeit in deinem Leben, in dem du noch ein bisschen oder pack's noch mal aus, wenn du gerne zeichnest oder wenn du was anderes machst. Du kannst auch Body, der Körper, du kannst auch in kreative Bewegung gehen. Versuch den anderen Part auch noch mal zu holen, denn sonst, wenn du es vorwiegend mental lebst, du bist da extrem stark, aber das ist wie wenn man einen Muskel, der eh schon stark und stabil ist, extrem trainiert. Es ist gut, auch den Gegenspieler oder andere Bereiche ab und zu leben, damit Loslassen leichter ist. Bin mal Ja. gespannt, was dich sonst so an kreativen Dingen interessiert, weil ich tatsächlich haben wir darüber noch nie geredet. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das stimmt. Ja. Deswegen habe ich jetzt gefragt und finde mich da total drin wieder, was du gesagt hast, gerade mit diese mentale Kreativität, die ist in den letzten Jahren extrem, ja, hat einen extremen Stellenwert auch so in meinem Leben eingenommen. Und da ist es auch ganz spannend, dass du sagst, dass es auch gut ist, da ein bisschen den Ausgleich, so habe ich das Ja. jetzt mal interpretiert, zu schaffen. Und ja, Kreativität spielt bei mir tatsächlich auch noch eine Rolle. Ich spiele seit, boah, wie lange ist es jetzt? Über 20 Jahre schon Theater und Ah, toll. genau, habe da also wirklich super viel Unterricht gehabt und dann in ganz vielen Theaterproduktionen mitgespielt. Und irgendwann
vor vielen Jahren habe ich auch begonnen, Theaterkurse mit Kindern und Jugendlichen zu machen. Also das ist dann so dieser kreative Part im, ja, auf der Bühne, beziehungsweise als, ja, in Anführungszeichen Regisseurin oder ja, eher Theaterleiterin, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist auf jeden Fall ein super Ausgleich zu dem Mentalen. Das merke ich auch immer wieder, ne? Dieses, ja, sich körperlich dann auch so kreativ austoben und ausleben. Das ist in letzter Zeit ein bisschen kurz gekommen. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Ja, nehme ich jetzt mal mit und ja, guck mal, wie ich das wieder ein bisschen mehr auch so integrieren kann. Das ist ganz, ganz herrlich, was du sagst. Das ist richtig schön und wertvoll, denn da kombinierst du, und da sieht man auch, dass du ein super Gespür dafür hast, wie auch deine Talentlinien zusammenarbeiten. Es gibt ja, das weißt du auch aus deiner Arbeit, nicht unerheblich viele Menschen, die manchmal auch Hilfe suchen. Wie kann ich Dinge kombinieren? Und du kombinierst hier Kommunikation, Kreativität, die Linie des Körpers, also die dann auch für die Bühne nochmal gut ist. Die Linie des Körpers haben oft Tänzer oder also Darsteller oder Redner, die aber auch mit dem Körper mitsprechen. Und im Theaterbereich ist es ja ein signifikant wichtiger Punkt. Auch in der Rolle dessen, dass du dann mit Kindern, mit Jugendlichen arbeitest, die Liebe zu den Menschen, das ist heilsam für sie, sie wachsen mit dir und du kannst neue Wege erschließen und entdecken. Also das ist genial, da hast du super gewählt und ja, es ist völlig okay, wenn es im Leben Phasen gibt, wo dann bestimmte Dinge auch ein klein wenig einen Schritt nach hinten gehen, weil man gerade anderes zu tun hat, aber behalte dir das bei, das ist, da bist du wirklich auch begabt und geküsst von der Muse und das ist ein Ausgleich. Das ist nochmal ein anderer Ausgleich. Man sagt auch immer, wenn man das Hobby zum Beruf macht, so, ich habe es irgendwo mal gelesen, ich weiß jetzt gar nicht, kann es nicht zitieren leider, wenn man das Hobby zum Beruf macht, braucht man ein neues Hobby. Und das ist, ich liebe auch meine Arbeit sehr, aber auch ich habe gemerkt, spätestens nach Jahren, dass gewisse Dinge, die mich früher total, total entspannt und befreit haben, auch eine Meditation, wenn ich einen ganzen Tag Coachings mache und Leute durch Dinge durchführe, dann gibt es Momente, wo ich einfach in meiner Freizeit andere Zugänge brauche. Und gut, dass du solche großartigen Dinge auch schon aufgebaut hast. Ja. Jetzt würde ich auch gleich zu dir überleiten. Gerne, liebe Anja, ich fühle mich auch mal sehr wohl mit dir in den Gesprächen und ja, nochmal danke, dass ich hier sein darf, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, also da war erstmal super viel drin, danke für die ganzen Informationen. Ich muss das gerade erstmal so ein bisschen für mich auch sortieren und nachher nochmal nachschauen in dem Video. Da gehe ich gleich bestimmt noch auf so ein paar Punkte ein. Ja, kurz zu mir, also ich bin ja selbstständig als Coach, Hypnose-Coach und Coach. Und begleite Frauen, die in ihrem Job unzufrieden sind und die ihre Berufung suchen und sich damit selbstständig machen möchten, nebenberuflich oder voll selbstständig, weil sie ja einfach spüren, dass sie selbstbestimmt arbeiten möchten und endlich das tun möchten, was sie motiviert und inspiriert. Und ja, das passt dann auch sehr gut zu dem, was du gesagt hast mit dem Rückbesinnen auf das, was ja so wichtig ist. Denn genau das mache ich mit meinen Kundinnen. Ich sammle erstmal ganz viele Informationen über sie, nehme da eigentlich alles so, was ich kriegen kann über tiefgehende Fragen und diverse Techniken und Methoden und filtere dann ganz am Ende, immer in Abstimmung natürlich mit meinem Gegenüber, was denn davon so das Wichtige ist und die Essenz. Und das Wort hast du auch genannt, das finde ich ganz spannend. Und ja, da setzen wir dann quasi auch aus diesen ganzen Informationen, wie gesagt, das, was nicht so wichtig ist, das kommt erstmal weg. Und das, was dann wirklich ja, den Kern ausmacht und die Essenz ist, das setzen wir dann auch ja, teilweise neu zusammen, das hattest du ja auch gesagt, um daraus dann abzuleiten, was die Berufung ist. Und ganz kurz zur Erläuterung, also bei manchen ist ja Berufung so irgendwie das Thema, das ist so nur wenigen vorenthalten oder vorbehalten und das ist so ein ganz großes Ding, aber so meine ich das gar nicht. Ich meine damit, es ist das, was ich wirklich will und was ich kann und was mich erfüllt. Und das kann dann auch schon mal ein Feld von beruflichen Möglichkeiten sein. Das muss nicht die eine Sache sein, sondern das können dann wirklich auch mehrere
Berufungen sein, mehrere Berufe. Und ja, da können sich dann meine Kundinnen quasi aussuchen, womit sie starten oder was ihnen ja so am nächsten ist. Und manchmal ergibt sich das auch auf dem Weg, dass dann nach ein paar Jahren jemand sagt, ach, jetzt gehe ich aber doch noch mal ein bisschen, verfeinere ich meine Selbstständigkeit oder positioniere mich noch mal um und gehe in die Richtung, die auch vorher schon da war. Das so zu dem Thema. Und ja, mir ist ganz wichtig bei meiner Arbeit, dass ja, mein Gegenüber oder eigentlich auch jeder Mensch, würde ich mir wünschen, seine eigene Einzigartigkeit erkennt und anerkennt. Denn oft ist es ja so, dass wir selbst von uns sagen, ja, bei mir ist ja nichts Besonderes und ja, die anderen, die sind ja irgendwie, können viel tollere Sachen. Aber mir geht es gar nicht um irgendwie Vergleich, sondern da zu gucken, innen zu gucken und auch im Unterbewusstsein. Ich arbeite teilweise auch mit Hypnose, habe ich das auch angesprochen, mit dem Unterbewussten. Da zu schauen, was ist denn in mir und was ist das Besondere in mir, und bei jedem ist was Besonderes und jeder ist besonders. Und ja, sich darauf zurück zu besinnen und das anzuerkennen und bei sich selbst und auch bei den anderen, dass dann, ja, dass wir alle unseren Platz im Leben finden, beruflich. Ich arbeite ja hauptsächlich zum beruflichen Thema, aber auch generell im Leben, ne? Also zu anderen Lebensbereichen, ne? Und ja, dass wir halt jeder, dass wir unseren Platz finden und damit auch glücklich sind und dass jeder wichtig ist und dass eben diese Vielfalt in der Welt ja auch wichtig und notwendig ist. Und wie gesagt, da ist auch das Thema bei mir, dass es mir überhaupt nicht um Vergleich und Bewertung geht, sondern mein größter Wunsch ist eigentlich, dass diese Bewertung und vor allen Dingen auch Abwertung untereinander aufhört und ja, dass jeder einfach gut so ist, wie er ist. Im Kern ist es nicht immer, ne, was sich so entwickelt, das, was gut ist, aber wenn wir uns wirklich auf den Kern besinnen und gucken, was da in uns ist, dann ja, ist das ganz, ganz toll und das wünsche ich mir halt. Und genau, das ist halt auch so das, wofür ich stehe, und ich schreibe immer unter meine Beiträge und Marketing und so weiter, sei du, das steht dir, und das meine ich auch so. Das hört sich zwar jetzt vielleicht ein bisschen einfach dahergesagt an, es ist ja nicht leicht, sei du, dazu muss ich erstmal wissen, wer bin ich, was ist da alles in mir, und dann als nächsten Schritt, ne, das steht dir, dass das dann auch auszuleben und zu zeigen und sich immer mehr zu trauen, zu sich selbst zu stehen. Ist es auch ein Weg? Es ist jetzt nicht, sag nicht, dass wenn wir zusammenarbeiten, dass dann direkt alles irgendwie wunderschön ist, aber es ist ja ein Schritt, sich selbst zu erkennen. Und das finde ich, das ist so die Basis von meiner Arbeit, da wirklich tief zu schauen, was ist da, und ja, das dann auch in die Umsetzung zu bringen. Es ist ein Anliegen für dich, dass die Menschen auch in die Anerkennung gehen für sich, und damit werden sie auch leichter in die Anerkennung gehen für andere oder in das so sein lassen, ohne dass man so in die Abwertung geht. Und das macht eben den Unterschied aus zwischen jemand, der vielleicht sagt, also weil der Begriff Botschafterin, den hat man von mir schon öfter auch gehört in Sitzungen. Und es kann jetzt sein, dass dann Leute, die das hören, denken, oh, bei der Anja sind alle Botschafterinnen oder Botschafter. Ganz so ist es nicht. Also zum einen, es kann schon sein, dass ich des Öfteren Botschaft an Botschafterinnen auch anziehe, weil es ein bisschen auch ja, zu meinem Weg, auch zu meinem Thema passt. Es gibt auch Menschen, die komplett andere Aufgaben oder auch ein anderes Grundsystem, einen anderen Ruf haben. Und bei dir ist es aber wirklich so, diese Vision einer besseren Kommunikation, also von Seele zu Seele, von Mensch zu Mensch, das ist ja ein hohes Ziel. Auch wie du gesagt hast, sei du. Ich glaube, wenn wir Mitte, Ende 90 werden, wir wissen ja nicht, was kommt, man weiß es nicht, aber wenn, und wir würden wirklich Chancen genutzt haben und unser Bestes gegeben haben, dann habe ich immer noch nicht den Anspruch, sagen zu müssen, ich bin 100% in meinem Ich bin sei du angekommen, aber vielleicht bin ich sehr, 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 sehr viel in vielen Momenten angekommen oder immer wieder angekommen oder auch in einem Rahmen angekommen, der sich für mich dann schon erfolgreich anfühlt. Und von daher denke ich, dass das sehr wichtig ist, dieses sei du und dein Botschafterin sein für diese Form von Kommunikation, von Verbindung miteinander,
was ein bisschen tiefer geht, das ist eigentlich ein Grundsatzwert der Menschheit, sollte es sein, aber es ist das, was wir am meisten brauchen werden, auch in der Zukunft. Und das du, ganz, darf ich da kurz einhaken? Ja, das ist ganz, ganz spannend. Danke, dass du das auch so sagst. Also mit dem sei du geht es mir tatsächlich auch überhaupt nicht um die 100%. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass es mir überhaupt nicht um Druck geht. Ne? So jetzt musst du 100% du sein. Und es muss sich immer, finde ich, gut für einen anfühlen. Ich mache immer Angebote und mein Gegenüber bestimmt aber immer den Weg. Und ich sage niemals, also das ist mir auch wichtig, ich stülpe niemals eine Lösung über, auch wenn ich das gerne habe, wenn Lösungen schnell gefunden werden. Ja, da finde ich mich auch sehr drin wieder, auch im Privaten natürlich. Aber ich mag es nicht, jemandem zu sagen, so, das ist jetzt der Weg, weil es meiner ist, ist es auch deiner. Und ja, also ich mag es gerne schnell, aber ohne Druck. Und wenn ich sage schnell, dann gilt das für mich. Und ich orientiere mich aber immer an meinem Gegenüber, wie schnell mein Gegenüber ist oder wie viel Zeit mein Gegenüber braucht. Und genau, das ist mir halt auch wichtig, denn ich bin auch der Überzeugung, dass wir uns nur entfalten können, wenn wir unserem eigenen Tempo folgen können. Manchmal braucht es vielleicht so ein bisschen kleinen Anstupser oder ein bisschen Motivation von außen, aber niemals mit Druck und du musst jetzt. So. Ganz kurz ergänzen. Ich arbeite ja auch oder erarbeite mit meinen Kundinnen ja im Kern. Das ist so der Ausgangspunkt meiner Arbeit, wenn es um das Berufliche geht. Hypnose gibt es ja auch noch zu anderen Themen. Da erarbeite ich mit ihnen ihr Warum und damit meine ich so die Kernmotivation. Manche sagen auch wofür dazu. Begrifflichkeiten sind da unterschiedlich, aber mir geht es darum, herauszufinden, was ist so meine Kernmotivation über das Berufliche hinaus, also wirklich für alle Lebensbereiche. Und bei mir, das ist tatsächlich in der Urformulierung, ich möchte dich unterstützen, deinen Kern zu lieben, damit du authentisch deinen Weg gehen kannst. Ja. Das fand ich jetzt gerade ganz spannend, weil du das auch mit dem Weg benannt hast. Und genau das ist es halt auch, dass ich gerne auf dem Weg begleite und dass es natürlich das Ziel auch so im Fokus ist, aber dass es nicht vorrangig darum geht, sondern eher um den Weg. Also du bist für die Leute erreichbar und auch buchbar, um einmal, dass sie auch schauen, wenn sie vielleicht in beruflichen Situationen stecken, mit denen sie im Grunde, sie halten Dinge vielleicht aus, aber es gäbe bessere Wege, es könnte sich durch eine innere Arbeit im Berufsfeld etwas verbessern oder aber auch, es könnte sich durch eine innere Arbeit die Offenheit für neue Lösungen eröffnen. Dabei hilfst du ihnen auf ihrem Weg. Sie können aber auch mit der mit anderen Grundsatzfragen in Bezug darauf, was ruft sie im Leben, Berufung ist ja auch ein Ruf, können sie sich von dir unterstützen lassen. Und es wird dann so sein, dass man dich kontaktiert zu einem kleinen Vorgespräch oder schreiben sie, sollen sie dir eine E-Mail schreiben, weil ich blende das auch ein. Also was wäre, was wie hast du es halt am liebsten? So wie es für mein Gegenüber passt. Also ich bin auf LinkedIn hauptsächlich vertreten, aber auch auf Facebook und Instagram. Am besten ja eine E-Mail schicken oder direkt per LinkedIn-Nachricht oder über meine Homepage oder Website geht es auch, das Kontaktformular. Kann sich auch direkt einen Termin für ein Erstgespräch buchen. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Ja. Wunderbar, wunderbar. Also alle, die zuschauen, das steht da nochmal in den Kommentaren drin. Wenn ihr gerade einen Post seht mit dem Link zum Video, steht es in den Kommentaren. Wenn ihr das Video auf YouTube findet, auch in den Kommentaren. Aber auch die Homepage auf jeden Fall und die Kontaktdaten sind auch eingeblendet, wie ihr seht, an dieser Stelle. Also, was meinst du, wenn wir noch den Zuhörern, Zuschauern so ein Fazit mitgeben oder einen Wunsch oder irgendetwas? Was wäre so dein Schlusswort für Sie? Ja, ein Schlusswort. Das sind ja dann wichtige Worte. Ja, mir ist wichtig, dass jeder wirklich für sich spürt, was ist das Richtige für mich und sich ja von dem Außen so versucht. Ich weiß, es ist schwierig, wir haben da alle ganz viele Einflüsse von außen, aber dass wir uns versuchen, da so ein Stück weit von frei zu machen und wirklich innerlich zu spüren, was ist denn wirklich meins, das ja, ist mir nochmal wichtig zu sagen. Am Ende. Das ist wunderbar. Und ja, und ich wünsche allen, die das jetzt ausprobieren, auch gerade heute nochmal das jetzt als,
als inneren Impuls nehmen, um zu sagen, damit gehe ich jetzt einfach mal so meinen Tag entlang, in dem Wissen, was Silke auch nochmal stärken wollte und gestärkt hat, zu sagen, hey, und das ist keine Angst, es geht nicht um Druck, du darfst dich fragen, was ist meins? Und trotzdem heißt es nicht, dass du alles verändern musst, gib dir erstmal Raum, spür dich, komm mal bei dir an und mach mal auf. Und manches kann auch sehr leicht gehen, wieder anderes darf seinen eigenen Weg haben, immer dass es sicher ist. Nehmt es doch mal mit, probiert es doch mal als kleine mentale Übung heute aus. Und dabei wünschen wir beide euch, glaube ich, eine Menge Freude und vor allen Dingen viel Wohlgefühl mit euch selber. Ja, absolut. Das wünsche ich euch auch allen da draußen und dir, liebe Anja, vielen Dank für das schöne Gespräch heute. Von ganzem Herzen gerne. Ich danke dir sehr, dass du dich darauf eingelassen hast, dass du, ja, dass du mich jetzt auch begleitet hast auf dem Weg und hat mich sehr gefreut, Silke. Also ich dann auch. An alle nochmal einen schönen Tag, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.